Aber hier klar, es ist halt logisch. Ich meine, eine 40er Queen regelt halt auch, wirklich. Die ist halt nicht nur so, naja, gut, okay, ich lass dich hier durch. Ja, okay. Die hat ja mal richtig gesponnen gerade, oder? Alter, wie er sie. Alter, er ist direkt auf sie rauf. Hallo, hier ist Sagusoa. Ich habe ja am Montag gestreamt und das ist der Rest, der übrig geblieben ist. Also etwas über 1 Million weggeballert am Elixier und auch noch ein bisschen was am Dunklen. Das sah dann ungefähr so aus, so wie sich das gehört. Ich hätte natürlich noch gerne mehr gespendet, aber die anderen waren natürlich auch noch viel schneller. Oh, nett. Jetzt könnte man natürlich gucken, dass man so wenig wie möglich verballert. Ich meine, mit 26 Magiern sollte ich das ja ohne Probleme hinbekommen. Aber dass ich hier irgendwie gucke. Hier rein. Mit dem King. Ne, mit dem King noch nicht. Bin mal vorsichtig. So, genau. Und dann den King eventuell hier. Und dann gucken wir mal. Päcker gehen wir durch. Das sollte klappen. Oh, Tesla hier gleich am Start. Da wollen wir mal natürlich schnell mal den Gegner ausschalten in dem Bereich. Und die zweite Päcker rein. Zack, ist der Magierturm weg. Logisch, klar. Das ist natürlich gar kein Thema. So, ja, die Luftabwehren sind natürlich noch da. Das ist natürlich nicht so toll. Ach komm, hauen wir mal hier einen Rage-Ruf. Und ja, seitlich brauche ich nicht noch weitermachen. Also ich brauche eigentlich nur das Innere der Base aufräumen, dann war es das schon. Und da brauche ich auch nicht die Lufttruppen verballern. Da tut nicht Not. Hier die Päcker und die hier, die regeln hier eigentlich. So, das war's. Ganz nett. Passt. Reicht mir, ist in Ordnung. Aber wie gesagt, klar, muss man jetzt auch nicht, wer weiß, wie viel Truppen rausknallen. Ich werde es jetzt folgendermaßen machen. Ich werde jetzt auch wieder, wie ich es den anderen auch immer sage, wenn ihr wirklich Alex habt ohne Ende, ich baue mir einfach wirklich wieder Magier, dass ich halt wirklich, genau, Magier. Ich gucke auf die Magier und denke mir, ach ja, gut, okay, brauchst du erstmal Magier. Ich hau mir halt wirklich die Drachen raus, dass ich da einfach morgen dann ganz normal, chillig, schön mit Drachen angreifen kann. Und halt richtig ordentlich Dunkles ziehen kann. Und dann passt das. Weil wie gesagt, 6 Millionen brauche ich dann fürs Packer-Update, aber erst in ungefähr einer Woche. Von daher, ja, kann ich das Alex jetzt einfach mal verwenden. Das passt. Mit dem Gold, was ich gemacht habe, habe ich ja dann im Stream noch gebaut. Und zwar habe ich ein paar Mauern gebaut und dann die Kanone in Level 10 geschubst. Dass die dann endlich mal auch gemaxt ist und dann sollte das passen. Dann halt nur noch die Bogitürme und hier die Luftabwehr. Bloß ich wollte halt auch nicht zwei Luftabwehren zeitgleich upgraden, weil dann bin ich echt gegen Luftabwehr richtig daneben. Das wollte ich auch nicht. Gucken wir mal, was im Raid-Clan noch los ist. Oh, sehr cool. Schön angefangen mit dem Riesen. Ja, das könnte knapp werden. Ganz genau, der erste Riese kaputt gegangen und dann hätte hier eine Sprungfalle sitzen können und dann wären wieder drei Riesen geflogen. Also da muss man auch aufpassen. Weil sonst, klar, ein vorgeschickt, alles cool. Aber der ist dann natürlich auch irgendwann kaputt. Aber ansonsten cool gemacht hier. Die Riesen tanken gut. Klar, wir haben auch hier nur Fläche. Hier ist ein bisschen einzeln und das war's. Schön durchgerannt und eben kein Standard-Barge. Cooles Ding. Den machst du nackig. Na, ja, hier haben wir jetzt den Einzelschaden. Der wird den Riesen natürlich ordentlich zu schaffen machen. Genau, hier noch schön Heal reingedroppt. Passt. Einmal frei. Gehen wir mal dich da ran. Die Barbaren und sowas, das hättest du von oben droppen können. Da hättest du dir ein bisschen Zeit gespart. Aber nichtsdestotrotz. Einwandfrei. Cooles Ding.
Hier, guck mal, sobald die durch sind. Man denkt immer, oh, die schaffen ja gar nichts, die schaffen ja gar nichts. Die Kobolde, die schaffen schon was auf Level 5. Die sind schon ganz nice. Und hier auch gegen die Kanone. Es geht nichts anderes und es waren nicht mehr viele Kobolde. Also das ist schon, ist nicht zu vernachlässigen, echt. So, und dann noch hier. Ja, genau, zack. Cooles Ding. Netter Loot. Und halt eben nicht Standard. Ah, mit Golaloon, sehr cool. Richtig schön inaktiver Gegner, richtig schön. Und dann halt wirklich gucken, ja, wäre halt sozusagen die Hauptaufgabe halt, ja, wäre halt cool, zwei Luftabwehren außer Betrieb zu setzen. Aber ich denke mal, du sagst dir, gut, okay, komm, einfach rauf da, der ist inaktiv, komm, geben was ihm. Ah, nee, du willst dich vorarbeiten. Ja, okay. Dann sind wir echt gespannt. Ja, sehr gut. Die sind schon mal da. Und ich denke mal wirklich, sobald du mit der Queen. Okay, die Queen ist auch auf 21. Also die geht bis dorthin auf jeden Fall. Klar. Und dann hast du noch drei für je, drei Lava-Hunde für jeweils eine Luftabwehr und dann passt das. Ich hatte das bei dem englischen YouTuber gesehen halt. Dann Lava-Hund und dann jeweils 2, 3 pro Dev-Gebäude. Das ist eine ganz gute Rechnung. Und ich habe wirklich die Angriffe von dem auch gesehen und das sah echt mega geil aus. Also der wusste echt, was er macht. Oh, schade, hier der Lava-Hund. Der eine hat es nicht so richtig gerissen, aber passt. Es sind einfach zu viele Loons. Die killen alles. Und wenn jetzt erst die Lavahunde losgehen, dann geht's richtig ab. Aber die werden gar nicht mehr zeigen. Die werden gar nicht mehr geschnetzelt. Weil sonst hätte man mit den Lava-Pups nochmal richtig übel abgeräumt. Bomben und sowas sind es auch nicht mehr da. Irgendwelche Luftbomben, weil der halt total inaktiv war. Cooles Ding. Vielen, vielen Dank dafür. Und über eine Mille. Und ein geiler Angriff. Einwandfrei. Schön, dass wir den noch gesehen haben. Perfekt. Oh, sehr schön, dass ihr euch dran haltet mit dem kein Bartsch. Sehr, sehr schön. In so einem Bereich muss ich echt sagen, wenn ich King gegen King habe, rage ich den vorher. Ich habe einfach wirklich die Masse der Barbaren. Und dann einfach wirklich die stärkere Kraft, dann hättest du noch mehr vom King gehabt. Also, wenn da wirklich gerade ein Fight mit dem King selber zustande kommt, dann zack, Held gegen Held, dann rage ich gleich. Ich weiß nicht, wie macht ihr das? Lasst es mich mal wissen. Weil so, da finde ich es wirklich. Also klar, man muss jetzt nicht gerade, wenn er noch komplett voll ist, aber wenn er ein bisschen was weg hat, zack, gleich geraged, dass man wirklich den anderen Helden halt relativ easy wegkriegt. Und fertig. Einwandfrei hier, schön in der Hinterhand noch die Magier. Einwandfrei aufgeräumt. Sehr, sehr gut gemacht. Cooles Ding. Super gut. Nice, läuft auf jeden Fall. Und ein cooler Loot natürlich. Nikola, ja, richtig geil. Von Augenringe, ich dachte schon Augenkrebs. Aber das hat nichts mit Augenkrebs hier zu tun. Klar, die gegnerische Base auf jeden Fall. Aber wenn ich den Loot sehe, das hat nichts mit Krebs zu tun, glaub mal. Das läuft natürlich. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt. Schön den Drachen geheilt. Wobei aber eigentlich hab ich es bloß einfach nicht gesehen. Oder war da. Kleinen Moment, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ich muss mir das nochmal kurz geben. Weil. Warum hast du den geheilt? Warum hielst du den Drache? Ich muss mal gucken. Oder galt es der CB? Weil der Drache muss nicht geheilt werden. Okay, du wolltest die Magier heilen. Okay, in Ordnung.
Ja, klar, vom Splash Damage her, okay, ist es in Ordnung. Aber sonst hätte ich jetzt nämlich gesagt, warum willst du den Drache heilen? Das ist nicht nötig. Weil es war halt einfach nichts da, was dem Drache irgendwie was hätte tun können. So, jetzt aber schnell, schnell hinterher. Also lass den Drache nicht killen. Weil der ist halt wirklich eine richtig krasse Nummer. Ab hinterher. Oder willst du jetzt erst warten, bis die Fläche halt weg ist? Klar, das könntest du auch, aber da wäre mir der Drache einfach zu schade. Aber sollst du mit 2 Zehner-Helden ohne Probleme aufräumen hier? Die ist Stand, ja, Stand 8, also von Minenwerfern her eine 8, aber hier Magierturm zum Beispiel noch drunter, also da ist es 7. Das ist jetzt nicht so der Knüller. Richtig schön, 1,2 Millionen. Läuft. Sehr cool. Ja, das finde ich, hast du von der richtigen Seite angegriffen, finde ich. Dass du halt wirklich gesagt hast, gut, okay, komm, hier stehen beide Luftabwehren, die will ich erstmal wegprügeln und den Rest machen wir im Schlaf. Einwandfrei. So, dann hier ist die Luftabwehr schon weg, da ist sie jetzt auch weg und jetzt ist wirklich kein Problem mehr. Der Magierturm ist keine Gefahr. Hier der Magierturm, das passt. Der Bogiturm, die beiden, das ist alles easy. Ein guter Loot auf jeden Fall. Einwandfrei. Knapp 900k. Sehr geil. Badaboom. Alter, jetzt bin ich gespannt. Alter, jetzt bin ich mal richtig gespannt. Also. Erstmal richtig hinsetzen. Alter. Also. Ich würde jetzt mal einfach wie soll ich sagen, die Prognose abgeben, dass du nicht in den inneren Bereich kommst und du hast, ja, also ich würde mal sagen, die drei Lager hast du sicher, aber das war's auch, würde ich jetzt tippen, weil hier haben wir eine 40er Queen, 20er King ist natürlich krass, ich meine, so ein Unterschied ist natürlich auch übel. 40er Queen und 20er King, das ist krass. Ich würde halt wirklich denken, du kommst hier durch, kein Thema, logisch. Das ist nicht das Thema, alleine schon, weil du auch noch die 4 Schweine hast, ein bisschen was bringt's auch. So, aber ich denke halt wirklich, die drei Lager mit den Goblins, die können, ja, die können noch ein bisschen eventuell, aber so viel nicht. Also, ich würde sagen, du bekommst nicht die Hälfte. Aber wir schauen rein. Klar, Schweinereiter gehen rein, haben hier natürlich eine richtig, richtig gute Arbeit geleistet, weil die Kanone hätte natürlich richtig gut auf die Riesen gehen können, hat sie dann aber nicht, weil sie durch die Schweinereiter einfach mal kalt gemacht wurde. Das ist natürlich geil. Richtig gute Combo gemacht. So, jetzt wird's interessant. Einwandfrei, Riesen gehen richtig gut rein. Und jetzt hier sogar noch die Teslas. Nee, nee, also ich bleib bei meiner Meinung. Also die drei hier. Oh, jetzt kommen die 7er Bogies. Die hauen natürlich gut weg. Ah, nett. Sehr nett, sehr nett, sehr nett. Das wird's auf jeden Fall auch. Und hier, ja, die Gobis. Aber klar, durch den Splash Damage hier ist dann auch irgendwann Ende. Aber richtig gut gelaufen.
Aber hier klar, es ist halt logisch. Ich meine, eine 40er Queen regelt halt auch, wirklich. Die ist halt nicht nur so, naja, gut, okay, ich lass dich hier durch. Ja, okay. Die hat ja mal richtig gesponnen gerade, oder? Alter, wie er sie. Alter, er ist direkt auf sie rauf. So nach dem Motto, Alter, du hast mich angehittet, als ich hinter der Mauer stand und jetzt gibt's richtig auf den Sack. Übel. Geil, dass du noch das Dunkle ziehst. Richtig nice. So, jetzt wollen wir aber mal wirklich sehen hier, was hier noch geht, ob ich halbwegs recht behalte oder ob hier. Ja, genau. Also da noch der eine, also das ging schon. Also es ist besser gelaufen, als ich gedacht habe. Für dich natürlich einwandfrei, super cool. Aber hätte mich jetzt auch echt gewundert, wenn du halt die komplette Base gerusht hättest. Das hätte mich gewundert. Einwandfrei. Super cool. War auf jeden Fall ein mega Ding. Bada-boom. 800.000. Aber auch. Na, obwohl, mit vorgearbeitet, richtig. Aber du hättest auch die Riesen jeweils vorschicken können. Jeweils immer ein, zwei Riesen. An der Stelle, an der Stelle, an der Stelle. Und dann halt mit den Bogies. Ich finde, das ist eine coole Kombi. Dann ist man nicht gleich die Bogies los. So sehe ich das. Aber ich muss echt sagen, also ich bin echt so richtig riesenfaul. Weil das ist nicht so meins. Also mit einem Riesen, das. Mag ich nicht so. So, hier hast du noch, da hast du noch und da noch. Hast noch den King und das war's dann aber schon. Aber hast du recht, hast deine knapp 800 bekommen. So, und das war's auch schon. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, nicht mehr Bartsch. Ich denke mal, damit sind wir alle zufrieden. Das passt eigentlich ganz gut. Und dann soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ja, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, haut einen Daumen nach oben und vielleicht haben wir sogar schon die 14K geschafft. Schauen wir mal. Bis dann. Ciao, ciao.